Jungs haben alles probiert, auch hinten raus. Haben sie viel investiert heute, aber in der Summe natürlich nach 180 Minuten, wenn du 6 Gegentore bekommst, 4 schießt, dann hat der Gegner verdient die nächste Runde erreicht. Für uns ist es nach DFB-Pokal Champions League natürlich die nächste bittere Enttäuschung. Es ist sicher richtig und auch total nachvollziehbar, dass diese spannenden Cup-Wettbewerbe, Pokal, kurze Wege Richtung Titel, Hin- und Rückspiele, Champions League und auch jetzt Europapokal, wo wir unbedingt weiterkommen wollten, dass die natürlich nachwirken und das Gesamtbild stark beeinflussen, was unsere Saison betrifft. Und den Schuh müssen wir uns anziehen, die Kritik müssen wir uns gefallen lassen. Dort waren wir dieses Jahr schwach. Bei Thoma, ja, ist wahrscheinlich wieder die alte Verletzung aufgebrochen. Er war jetzt 3 Tage im Training, war fit. Es war eigentlich nach der letzten Auswechslung nicht so schlimm. Da war es eine Vorsichtsmaßnahme, aber das ist natürlich, wir haben ihn heute auch gebraucht. Da war auch gar nicht die Debatte, ihn zu schonen, rauszunehmen. Reuser hat einen Schlag gekriegt, ziemlich heftig, humpelt stark. Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Der ein oder andere, Emmert, ziemlich starke Rückenprobleme jetzt in der Kabine. Ja, auch das zieht sich so ein bisschen durch unsere Saison. Wir erleben Enttäuschung als Gruppe, wir erleben Siege als Gruppe und da ist es wichtig, dass wir jetzt zusammenstehen und einfach jeder den anderen dann auch wieder Energie gibt. Die Enttäuschung jetzt und morgen wird groß sein, groß bleiben. Das ist auch richtig und gut so.